Beginnen mit dieser Seite möchte ich, indem ich ein bisschen ein Dankeschön in die Runde sage für all jene, die jetzt Bilder aus ihrer eigenen Schule, aus ihrer eigenen Werkstatt hier identifizieren in meiner Startfolie. Wir sind sehr froh, dass es auch bereits umgesetzte Beispiele in Österreich gibt. Und in die Mitte hineingeschummelt habe ich eine Folie, die nicht sozusagen der umgebaute Schulbau ist, sondern eine Momentaufnahme eines Workshops, eines Partizipationsprozesses. Genau das, was ich Ihnen heute etwas mehr erzählen möchte. Das ÖISS, das Österreichische Institut für Schulen und Sportstättenbau, ist jetzt schon einige Male hier gefallen. Für all jene, die uns noch nicht kennen, doch eine Einstiegsfolie, die Ihnen erläutert, wer wir denn sind. Wir sind eine Stiftung des Bundes und aller Bundesländer, also in Österreich tatsächlich eine öffentliche Einrichtung. In den 1960er Jahren hat man richtigerweise gesagt, Schule, Bildung und Sport, das sind einerseits Dinge, die zusammengehören, leider bei uns verwaltungsmäßig nicht mehr eindeutig. Vielleicht jetzt wieder, wenn wir über die tägliche Turnstunde im Zusammenhang mit, wir müssen unsere Kinder mehr bewegen und dadurch gesund erhalten, diskutieren. Man hat damals gesagt, das ist eine wichtige Aufgabe der öffentlichen Hand beim Bau, beim Betrieb, und deshalb sollte es eigentlich europaweit Fachinstitute geben, die Know-how sammeln, die eine Expertise sammeln, aber sie auch unter den verschiedenen Verantwortungsträgern transportieren, Netzwerkbildungen machen und auch den internationalen Diskurs fördern. In diesem Sinne sage ich immer, und dass wir immer noch stolz sind, wir sind nunmehr das einzige öffentliche Institut in Europa, das es nach wie vor auf Basis dieser OECD-Empfehlung gibt. Und in dem unser Aufgabengebiet immer schon sehr, sehr abstrakt und sehr weit gefasst war, freuen wir uns, dass es uns jetzt auch eine Möglichkeit gibt, an der Schulbauentwicklung in Österreich sehr aktiv und sehr intensiv mitarbeiten zu können. Ich beziehe mich mit all dem, was ich jetzt sage, auf eine Charta. Karte der Plattform Schulumbau. Ich schaue in Richtung Frau Irene Wager. Die Köck-Stiftung ist heute hier schon angesprochen worden, als eine der Mitfinanziers dieses Symposiums. Es gibt in Österreich eine Plattform Schulumbau. Wer alle sie noch nicht von ihr gehört hat, bitte einfach auf dieser Homepage nachzuschauen. Und diese hat ein 11-Punkte-Programm, eine Charta formuliert. Und der Punkt 5, den möchte ich Ihnen ganz besonders ans Herz legen, der es relativ intensiv sagt, dass es so etwas wie eine Phase 0 geben sollte, bevor wir uns in die Planung von Schulen stürzen, wenn diese neu gebaut oder saniert werden sollen. Das ist eine Kombination von Schulentwicklung und ein Zusammenwirken von Schulentwicklung, Unterrichtsentwicklung und baulicher Entwicklung geben sollte. Und das ist de facto so etwas wie einen Partizipationsprozess mit allen Beteiligten als Zugewinn, als Know-how-Zugewinn geben sollte. Nennen tun wir das, was daraus entstehen sollte, ein räumlich-pädagogisches Konzept, ein etwas schwammiger Begriff, aber ich hoffe, dass am Ende das, was ich Ihnen erzähle, dieser Begriff ein bisschen verständlicher geworden ist. Im ÖISS gibt es einen Arbeitskreis Schulraum, der sich seit Jahrzehnten, seit unserer Gründung, mit dem Thema Schulbau beschäftigt und versucht, Qualitäten und Anforderungen festzuschreiben. Nicht zuletzt angeregt durch die Bildungsdiskussion in Österreich und auch eine fast parallel laufende Schulbaudiskussion, nicht immer unkontroversiell zwischen Architektenschaft und Verwaltung, hat es dann auch bei uns vor einigen Jahren den Themenschwerpunkt Schulbau und Pädagogik gegeben, in dem starken Bewusstsein, es muss sich was ändern. Wir haben uns auf Reisen gemacht, eingangs schon angesprochen, wir sind nach Skandinavien gefahren, wir haben uns Schulbaubeispiele angeschaut, immer mit dem großen Fragezeichen im Hinterkopf, so offene Schulen wie Hellerup etc., können wir das denn in Österreich auch umsetzen? Wie wollen wir damit umgehen und was tun wir? Wir haben zahlreiche Experten, vor allem Pädagogen und Pädagoginnen, in unseren Arbeitskreis eingeladen, immer mit dem Ansatz, allgemeingültige Aussagen zu bekommen, wo sich denn der Schulbau oder der Bildungsbau in Österreich hinentwickeln soll. Und am Schluss sind wir zu dem Erkenntnis gekommen, eigentlich generelles wissen wir noch nicht. Wir sind selbst in einer Phase Null, wir machen uns auf einen neuen Weg, und am besten können wir uns auf den Weg machen, indem wir am Projekt lernen, indem wir Pilotprojekte ermöglichen, und das ist schon etwas Besonderes gewesen, diese zu ermöglichen, diese Phase Null, diese Partizipationsphase mit den Schulen zu ermöglichen und da ist so anzugehen und dadurch quasi zu einem allgemeinen Erkenntnisgewinn für den Schulbau in Österreich zu kommen. Jedes Mal, wenn ich bei einer Veranstaltung dieses Folie zeigen kann, dann wird diese ein bisschen länger um Beispiele, und das ist etwas, was uns sehr freut, denn hier macht etwas Schule. Sicherlich auch in anderen Bereichen, aber wirklich bei uns, indem die einen von den anderen hören, hier hat es ein Projekt gegeben und wolltet ihr nicht auch bei uns vorbeikommen und etwas mit uns beginnen. Die ersten beiden Projekte, die Sie hier oben sehen, sind deshalb ein bisschen grau, weil wir hier nur prozessbegleitend dabei waren. Ab der Nummer 3 waren wir hauptverantwortlich dabei und insofern können wir Ihnen eigentlich sehr vieles über diese Projekte berichten.
Logischerweise sind die auch in einer unterschiedlichen Projektentwicklung, während die ersten in Betrieb genommen werden, gerade oder im Bau sind, sozusagen sind die Partizipationsprozesse in Hartberg und in Freistadt gerade erst in Arbeit. Und es ist wahrscheinlich nicht umsonst, dass wir heute in Oberösterreich zu Gast sind, weil das Land Oberösterreich sich irgendwie auch auf die Fahne geschrieben hat, eigentlich für sich Pilotprojekte zu entwickeln und wir deshalb auch hier schon das zweite Mal zu Gast sein dürfen. Wenn man sich dieses Spektrum an verschiedenen Pilotprojekten anschaut, dann sieht man, dass es schon sehr vielfältig geworden ist. Einerseits sehen wir sehr unterschiedliche Schultypen. Wir haben begonnen bei Bundesschulen und bei sehr großen Schulen, die auch quasi Schüler ab 15 Jahre haben, also in der Sekundarstufe 2, wo auch die Schüler aktiv sehr gut am Partizipationsprozess mitgearbeitet haben. Wir sind dann mehr involviert worden bei der Stadt Wien, am Bildungscampus der Stadt Wien und sind jetzt immer öfter zu Gast in den Ländern und arbeiten in Gemeindeschulen in verschiedenen Gemeinden Österreichs. Die Schulen sind auch in verschiedenen Zustand, wenn Sie so wollen. Es handelt sich einerseits um bestehende Standorte, wo es um Sanierungen oder Erweiterungen geht. Und andererseits haben wir zu tun gehabt mit Schulneugründungen, wo völlig auf der grünen Wiese eine neue Schule gebaut werden wird. Entsprechend unterschiedlich gestaltet sich natürlich der Beteiligungsprozess. In dem einen Fall haben wir wirklich mit den Akteurinnen vor Ort zu tun, können wir mit den Schulpartnern sprechen. Im anderen Fall müssen wir sozusagen auf Experten zurückgreifen, die in dieser Gemeinde oder in diesem Bereich da sind und müssen abstrakt an diese Neugründung denken. Speziell in Oberösterreich sind wir mit einer neuen Thematik konfrontiert, die aber sicher auch eine zukunftsweisende ist, denn im Zusammenhang mit demografischen Entwicklungen kommt es immer mehr zu Schulzusammenlegungen. Also es gibt in Oberösterreich beispielsweise relativ viele Doppelhauptschulen, die auch nebeneinander angeordnet sind oder sogar räumlich verbunden sind, aber dennoch eine völlig verschiedene Verwaltung haben, eine verschiedene Direktion. Das ist eindeutige Bestrebung des Landes, hier sozusagen Synergien zu nutzen, auch auf personeller Ebene. Und so kommt es auch zur Gründung von Schulzentren und diese Aufgabe fließt mit in den Prozess ein. Sie haben vielleicht gelesen, in Hartberg haben wir es nicht nur mit einem Einzelprojekt zu tun, sondern auch mit der ganzen Bildungslandschaft. Auch das ist eine spannende neue Aufgabe. Wir bearbeiten zwar einerseits einen ganz konkreten Schulstandort, um dessen Generalsanierung es geht. Andererseits möchte sich Hartberg, die gesamte Stadt, ihre Struktur an Schulen als Bildungslandschaft verstanden wissen, als vernetzte Bildungslandschaft. Und auch das wird in einem partizipativen Verfahren derzeit von uns bearbeitet. Ja, und last but not least liegen die Unterschiede auch in der Form, welche Rollen die Architekten und Architektinnen in diesem Prozess einnehmen. In manchen Fällen haben wir die Grundlagen für Architektenwettbewerbe gemeinsam mit den Schulen erarbeitet. In anderen Prozessen haben wir ein direktes Architekten gegenüber, arbeiten zuerst mit den Lehrer und Lehrerinnen, mit den Schulpartnern, mit den Schülern und Schülerinnen und gehen dann in Werkstattgespräche mit den Architekten. Ich könnte Ihnen jetzt gerne, wenn ich viel Zeit bekommen würde, über jedes der einzelnen Projekte sehr viel erzählen. Das ist leider im Rahmen dieser Veranstaltung nicht möglich und so habe ich versucht, aus unseren jetzigen Erfahrungen der Projekte auch ein bisschen bautypologisch einen Bogen zu spannen. Das ist so ein erster Versuch, ein Fazit zu ziehen. Was ist denn da entwickelt worden? Beginnen möchte ich bei dieser ersten Schule, die sozusagen Pionierarbeit geleistet hat im Sinne von, sie war das erste Beteiligungsprozess im Rahmen einer Bundesschule, die Hack-Bolger-Straße oder die Business Academy in der Donaustadt. Diese Zeichnung ist eine Originalzeichnung, die aus der Schule gekommen ist und deshalb finde ich sie auch sehr spannend, weil sie eigentlich, damals hat die Schule noch Wabe dazu gesagt, das war uns an allen irgendwie nicht international genug und dann wurde schlussendlich der Cluster daraus, aber das Grundprinzip, das die Schule damals hier aufgezeichnet hat, das scheint in Österreich wirklich Schule zu machen, indem man sagt, wir haben eine bestimmte Anzahl an Klassenräumen, die sich miteinander um eine offene Lernzone, um einen Bereich gliedern, in dem wir vernetzt arbeiten können, in dem Freizeit möglich ist, in dem Bewegung möglich ist, in dem offenes Lernen, Arbeiten in kleinen Gruppen etc. möglich ist. Und diese offene Lernzone, dieses Atrium, später in Wien wurde es dann Marktplatz genannt, das ist sozusagen ein räumlicher Zugewinn, von dem Schule sehr stark profitieren kann. Die Bilder, die jetzt kommen, haben viele von den hier Anwesenden vielleicht schon gesehen, weil sie auch schon in den Fachmedien sehr oft publiziert wurden, aber vielleicht einmal so in Erinnerung zu rufen. Das ist, wie diese erste Skizze der Lehrer und Lehrerinnen von den Architekten im Wettbewerb umgesetzt wurde. Architekt Silbermeier, das
Eigentlich kann man es ganz gut wiedererkennen, dass die angedachte Wabe jetzt sozusagen einen Platz vor den Klassenräumen gefunden hat, in denen diese vier Unterrichtseinheiten miteinander arbeiten können. Auch ist hier sozusagen eigentlich drei Unterrichtsräume mit einem EDV-Bereich zusammen. Im Übrigen wird das jetzt in diesen Monaten eigentlich in Betrieb genommen und es wird für uns sehr spannend werden, das dann auch in Betrieb zu beobachten. Aus diesem Einzelelement hat die Architektur dann so etwas wie eine Windradform gemacht, in dem dieser Cluster ein paar Mal additiv weiterentwickelt wurde. Und ich springe bereits zum nächsten Projekt und zum Bildungscampus Hauptbahnhof. Ein sehr großes neues Gelände. Über das Thema Campus in Wien könnte man natürlich einen eigenen Vortrag halten. Wenn man es aber jetzt bautypologisch betrachtet, was in diesem Entwicklungsprozess drin steht, wurde hier eigentlich der Clustertypus weiterentwickelt und wurde etwas Neues definiert, nämlich sogenannte Bildungsräume. Beides möchte ich Ihnen jetzt ein bisschen näher erklären. Also der Cluster hat jetzt sozusagen auch seine verbale Ausformulierung bekommen, indem man sagt, Schule sollte in eine Struktur überschaubarer Bereiche gegliedert werden, sogenannte Cluster heißt dies jetzt, und indem dieser Cluster einen Raum schafft, sozusagen eine Zusammenfassung von Gruppen oder Klassenverbänden, und diese können dementsprechend besser zusammenarbeiten. Also wir kommen mehr aus dem ureigenen Klassenverband heraus und können klassenübergreifende Kooperationen stärken, und es gibt überschaubare Einheiten auch für die Kinder, was die Möglichkeit zur Identifikation verstärkt. Das Herzstück dieses Clusters ist, in Wien wurde es Marktplatz genannt, diese Diktion ist jetzt schon ein bisschen wieder in Verruf geraten. Nichtsdestotrotz, die Philosophie ist schon eine richtige. Der Cluster braucht ein Herzstück, einen Treffpunkt, Erschließungsraum, Bewegungsraum, Gruppenraum, Arbeitsraum, aber auch so etwas für Raum für offenen Unterricht, Versammlung, aber sollte auch einen wichtigen Freizeit- und auch einen Wohnlichkeitswert haben, wenn wir in Richtung Ganztagsschule denken. Was noch beim Wiener Campus neu gedacht wurde, und das hat bis jetzt noch keine Nachahmung gefunden, die Stadt Wien hat bis zu diesem Projekt eigentlich Unterrichtsräume, klassische Klassenräume gebaut und parallel dazu sogenannte Freizeiträume für die Ganztagsnutzung. Mit dem besonderen Effekt, dass natürlich während des Unterrichts die Freizeiträume leer stehen und während der Freizeitphasen die Unterrichtsräume leer stehen. Und wir wollten eigentlich einen räumlichen Zugewinn für den ganzen Tag erreichen und haben deshalb aus der Summe dessen sogenannte Bildungsräume definiert, die in ihrer Fläche größer sind und wo sozusagen die Freizeitfunktion in den Unterrichtsraum hineinwachsen wird. Zum Thema Bildungsraum am Bildungscampus, auch da, dieses Projekt ist derzeit im Bau und auch hier harren wir der Dinge, wie es sich dann in der Umsetzung bewähren wird. Die Planung ist wahrscheinlich in österreichischen Fachmedien auch sehr oft schon gezeigt worden. PPAG als Planende, diese Clusterform in einer sehr, nennen wir es, heterogenen Anordnung um einen Marktplatz gruppieren und damit auch eine spezifische Formgebung damit geschaffen haben, mit sehr viel Zuordnung von Freiräumen und Terrassen. Als Ganzes mutet das so aus und setzt sich zusammen aus einer Hauptschule bzw. künftig neuen Mittelschule, aus einer Volksschule und einem Kindergarten. Wenn ich jetzt meinen Schnelldurchlauf durch die Projekte weiter spinne, dann komme ich jetzt mit Ihnen nach Pregarten. Auch in Pregarten hat man das Thema Cluster und Marktplatz aufgenommen. Und für uns interessant zu verfolgen ist, dass es ein hohes Interesse gibt, also dass die Schulen, wenn sie mit einem Modell konfrontiert sind, dass sie sehr stark überzeugt, dass sie großen Gefallen daran gefunden haben. Was die Errungenschaft vor allem der Architekten in Pregarten und meiner Meinung nach ist, dass es bautypologisch anders interpretiert ist und wir jetzt auch in der Fachwelt zeigen können, dass sich dieser Clustertypus mit Marktplätzen auch anders bauen lässt und dass nicht damit für immer und ewig eine architektonische Form verbunden werden muss. Das Wichtige am Pregarten vielleicht auch nochmal zu erklären, auch hier gibt es wieder eine Gruppe von Unterrichtsräumen um einen gemeinsamen Marktplatz bei der neuen Mittelschule. Die Polytechnische Schule geht für österreichische Begriffe einen neuen Weg, indem sie sogenannte Großraumklassen für sich definiert hat. Das heißt, zwei Klassenräume im Sinne eines Großraumbüros mit flexiblen Wänden gemeinsam nutzt, aber auch eine offene Lernzone an einem Marktplatz gemeinsam haben werden. Auch im Pregarten hätte ich Ihnen gerne Bilder mitgebracht. Ich glaube, wir sind gerade bei der Fundamentplatte. Also auch hier freuen wir uns auf die Realisierung.
hoffe, Sie sehen ein bisschen was, aber das sind in etwa die Pläne, die von Karl und Bremhorst Architekten, wie sich diese Schule gestalten wird, eben in einer Art U-Form um einen Hof oder Marktplatz sich auf den Hof orientiert und diese gute Ausgangssituation auch nützt, um die Brandschutzbestimmungen so ein bisschen auszuhebeln und den Marktplatz wirklich als bespielbaren Ort mit guter Möblierung nutzen zu können. Einige Images. Und ich komme jetzt zu einem Projekt, das noch in einer noch viel jüngeren Entwicklungsphase ist, wo jetzt gerade der Wettbewerb für die Architekten abgeschlossen wird und wir uns in der nächsten Woche quasi in die Jury begeben dürfen, in der Einstufige. Das ist das neue Bundesschulgebäude in der Wiener Seestadt Aspern. Sie haben wahrscheinlich schon alle davon gehört, die Stadt Wien hat ein sehr großes Stadterweiterungsgebiet, die sogenannte Seestadt Aspern, in der einiges an Schulbau und an Bildungsbau in den nächsten Jahren errichtet werden wird. Es hat für diese Schulneugründung, also wir sind hier sozusagen auf der grünen Wiese und haben keine vor Ort tätigen Lehrer und Lehrerinnen, sondern wir mussten hier auch wieder in Expertenworkshops arbeiten, hier einen ganz neuen Weg gegangen, vor allem für die Oberstufe. Wir haben es hier zu tun mit einer Schule, die die klassische AHS-Langform abdeckt, aber auch HAX, damit ist eine Oberstufe dabei. Und hier haben Sie vielleicht auch schon gehört, es gibt eine sogenannte modulare Oberstufe. Und diesbezüglich haben wir auch sehr intensiv nachgedacht, wie sich die modulare Oberstufe künftig definieren könnte. Wir sprechen für die Oberstufe jetzt vom sogenannten Department-System, Abgang von einer Stammklasse, sondern von also fachgruppenorientierten Unterrichtsräumen. Und dafür, die Kinder sollen nicht, also die Schüler und Schülerinnen sollen nicht zu Wanderklassen werden, sondern es wird eine neue Funktion im österreichischen Schulbau geben, sogenannte Homebases. Das Ganze wird hier ein bisschen näher erklärt, also für die Sekundarstufe. Sie sehen, die Bundesschule wird eine sehr, sehr große Schulform, immerhin 28-klassige AHS und 13 Klassen Handelsakademie, also wirklich sehr viele Schüler und Schülerinnen. In der Sekundarstufe 1, also für die 10- bis 14-Jährigen, werden wir auch weiterhin mit diesem Marktplatz-Cluster-System arbeiten. Aber für die Sekundarstufe 2, wo wir davon ausgehen, es mit bereits relativ älteren Schüler und Schülerinnen zu tun zu haben, die einen selbstgestalteten Stundenplan haben, wird es ein Fachgruppensystem spezifizierter Unterrichtsräume geben, aber wirklich Homebases, die den Schüler und Schülerinnen gehören sollen, wo sie ihr Zuhause vorfinden, indem sie einerseits offen lernen können, selbstständig lernen können, aber eben auch ihre Entspannungs-, ihre Ruhephasen während eines langen Schulalltags erleben können. Und hier wird es für uns sehr interessant sein, wie hier die architektonische Umsetzung stattfindet. In diesem Sinne sind wir gespannt, welche Lösungen die Architekten uns nächste Woche, also wir jetzt zu sehen bekommen. Das war mal so ein Versuch, ein bisschen ein Spektrum aufzuzeigen, welche architektonischen Lösungen da sind. Ich würde Ihnen gerne jetzt auch ein bisschen etwas erzählen, wenn wir sagen, es gab einen Partizipationsprozess, es gab eine Phase Null. Wie sehen denn diese aus? Diese können entweder eben mit Lehrer, Lehrerinnen, mit Schülerinnen, Elternvertretern und Personal am jeweiligen Standort stattfinden oder eben mit Expertinnen im Falle von Schulneugründungen. In jedem Fall ist es uns ein Anliegen, dass diese Form des Arbeitens mit den Lehrern und Lehrerinnen und mit den Experten in Österreich Schule macht, dass das nicht nur ein Know-how ist, das bei uns bleibt. Und deshalb haben wir das, unsere Erkenntnisse, in einem Leitfaden zusammengefasst, den wir auf unserer Homepage zur Verfügung stellen. Und in dem Sinne darf ich alle Netzwerkerinnen zwischen Pädagogik und Architektur einladen, doch hier mit uns zu kooperieren. Ganz kurz, vieles davon haben wir heute schon angehört, wir nehmen keinen Planungsprozess vorweg, wir arbeiten nicht mit Grundrisse, sondern wir arbeiten mit Qualitäten, wir versuchen mit Lehrern darüber zu sprechen, wie wollen sie künftig arbeiten, wie wollen sie sich organisieren. Wir beschäftigen uns intensiv mit pädagogischen, didaktischen und organisatorischen Prinzipien und das Einzige, was wir dann tun, ist so räumliche Organisationsmodelle grafisch darzustellen, um den Architekten ein Rüstzeug für ihre Planung mitzugeben. Keinesfalls jedoch gehen wir selbst schon in die Planung. Was wir sehr wohl tun, und das ist wahrscheinlich eine sehr intensive Arbeit, all diese Projekte stehen vor dem Hintergrund einer recht harten Realität. Das heißt, wir bewegen uns immer im Rahmen eines relativ klar von der politischen Seite vordefinierten Rahmenprogramms an Flächen und an Budgets. Und unsere Aufgabe ist es sehr stark, die Machbarkeit der neuen Gedanken im Hintergrund immer wieder abzuklären. Das ist einerseits eine mathematisch-rechnerische, aber andererseits durchaus auch eine diplomatische, indem man parallel dazu mit den Verantwortungsträgern verhandelt.
In den meisten Fällen, das ist eben genau das, was ich gesagt habe, müssen wir versuchen, mit den Flächenbudgets umzugehen und nichts und sagen, wir müssen unsere offenen, also die offenen Zonen gewinnen wir durch entsprechende, also indem verlagert wird aus anderen Bereichen. Ganz wie wichtig, wie unsere Prozessstruktur aufgebaut ist. Einerseits gibt es das Projektteam von uns, meine Kollegin Frau Rabel und ich, und andererseits haben wir ein Moderatorenteam dabei. Eine Sache, die uns sehr, sehr stark am Herzen liegt, während wir sozusagen die technisch-fachlichen Hintergrund bearbeiten, haben unsere Moderatoren die Möglichkeit, sehr intensiv zu schauen, ob alle Lehrerinnen und Lehrer bei der ganzen Arbeit mitgenommen werden und wie sehr sozusagen wie gut die Beteiligung funktioniert. Also die Moderation ist ein sehr starkes Element bei dieser Partizipation. Wir haben auch unterschiedliche Gruppenstrukturen. Einerseits beginnen wir immer im Plenum mit allen Lehrer und Lehrerinnen, nicht nur quasi, also um alle einzubinden und nachher eine große Nutzerakzeptanz zu haben. Und arbeiten aber intensiv in einer Planungsgruppe. Das sieht in etwa so aus, dass es am Anfang eine Auftaktveranstaltung gibt mit allen, wo Anforderungen eingebracht werden, in der Vertreterinnen aller Interessensgruppen in den Planungsgruppen mit uns gemeinsam arbeiten. Und parallel dazu die Vertreter der Planungsgruppe aber auch mit ihrer Schule weiter im Diskurs bleiben und wir aber auch Interviews mit Schüler, Schülerinnen etc. führen. Fazit an dem Ganzen ist einfach, dass hier ein Prozess passiert, in dem die ganze Schule sehr stark involviert wird und in dem sozusagen alle Partner und Partnerinnen beteiligt sind. Die Benefits sind einerseits, dass es einen beschreibenden Qualitätenkatalog gibt. Es gibt eine Unterlage, die die Anforderungen definiert. Ein weiteres Benefit ist immer wieder, dass Schulentwicklung wirklich, weil wir einen entsprechenden Zeitraum für die Phase 0 haben, diese Schulentwicklung während dieses Prozesses vorangetrieben wird. Wie im Fall von Bregarten oder jetzt auch von Freistadt werden Probleme, die es auch innerhalb der Schule gibt, gut gelöst, weil hier der Diskussionsprozess angeregt wurde. Es entsteht so etwas wie eine Aufbruchsstimmung in der Lehrerschaft und durch die so etwas wie eine, wir sagen mittlerweile, optimale Nutzungsakzeptanz vorbereitet wird. Und es gibt bereits eine Gruppe an mittlerweile in der Planungssprache sich weiterentwickelten Lehrerschaft, die im Planungsprozess ein gutes Gegenüber für die Architektenschaft bildet, die ein bisschen draußen ist, also aufgehört hat, nur zusätzliche Räume sich zu wünschen, sondern ihre Wünsche in der Architektensprache schon sehr gut artikulieren können. Last but not least führen diese Ergebnisse zu einem neuen Erkenntnisgewinn für den Schulalper generell. Das mache ich jetzt ganz kurz, um meine Zeit ein bisschen einzuholen. Wir haben all diese Dinge mittlerweile in die Schulbaurichtlinien übergeführt und diese werden ab dem nächsten Jahr erscheinen, sodass dieser Erkenntnisgewinn aus den Pilotprojekten dann einen breiteren Zugang finden kann. Zwei Hinweise zum Abschluss meines Vortrages. Wir haben heute schon einiges von Büchern gehört, auch wir dürfen ein neues ankündigen. Im Auftrag des Unterrichtsministeriums mit uns als Herausgeber ist ein neues Buch entstanden, das Anfang Dezember herauskommen wird, das heißt Schulbau in Österreich. Es ist so etwas wie eine Werkschau der letzten 15 Jahre, dokumentiert gebaute Beispiele. Und ja, wir haben in dem Fall, die dokumentierten Beispiele wurden von Studentinnen und Studenten der TU Wien dokumentiert. Diese haben sehr wohl auch eine Evaluierung und eine Bewertung mit den Schulen durchgeführt, aber der Untertitel ist auch sehr wichtig, Wege in die Zukunft, heißt, wir stellen in diesem Buch auch bereits diese Pilotprojekte dar und machen einen Ausblick in die Zukunft. Wir bilden auch ab, dass sich der Schulbau in Österreich eigentlich dabei ist zu verändern. Last but not least, ein Thema, das eigentlich einen eigenen Vortrag bräuchte, aber der unbedingt auch hier einmal angesprochen werden muss, Schulraum ist nicht nur ein Schulinnenraum. Wenn unsere Kinder den ganzen Tag in der Schule sind, dann brauchen sie auch einen Schulfreiraum, einen Schulaußenraum. Wir haben ein eigenes Arbeitskreis, der sich ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt und möchte in dem Zusammenhang mit dem heutigen Symposium dieses Thema sehr, sehr stark ans Herz legen, dass wir nicht vergessen, vor allem Gedanken an das Schulhaus, dass wir draußen einen Raum für Bewegung, für Erholung, für Freizeit und für ein bisschen Luft in die Hirne bekommen brauchen. Die meisten Informationen dazu bekommen Sie auf unseren Homepages. Danke.